Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und damit auch erstmal herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen What I Eat in a Day. Ich habe euch mal wieder gezeigt, was ich so an diesem Tag gegessen habe. Zum Frühstück habe ich mir ein Spiegelei-Avocado-Toast gemacht. Dafür braucht ihr einfach 2 Scheiben Toast, eine halbe Avocado, Gewürze eurer Wahl und 2 Eier für das Spiegelei. Und genau, dann könnt ihr euch auch schon euer Frühstück zubereiten. Nach dem Frühstück ging es für mich erstmal eine Runde laufen. Ich habe euch auch ein bisschen durchs Warm-up mitgenommen. Das sind allerdings nicht alle Warm-up-Übungen, die ich mache. Aber hier kommt den kleinen Einblick und ein bisschen Inspo für euer Lauf-Warm-up. Genau, achtet auf jeden Fall dabei darauf, dass ihr irgendwie mindestens eine Übung für die Sprunggelenke, für die Hüfte, für die Knie und für den Oberkörper macht. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es kurz vor 11. Wie ihr gesehen habt, habe ich schon Frühstück und ich war schon laufen. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zur Arbeit. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit und zeige euch, wie so ein aktueller Ernährungsarbeitstag bei mir aussieht. Das ist jetzt auch erst mein zweiter Arbeitstag. Das heißt, ich bin da natürlich auch gerade noch dabei, eine Routine zu finden. Aber ich dachte, weil es heute warm wird und ich seit 3 Wochen nicht laufen war, gehe ich heute Morgen einfach mal laufen, weil ich erst um 12 Uhr anfangen muss zu arbeiten und bis 19 Uhr. Und da dachte ich mir, weil ich heute Abend auch noch für morgen vorkochen muss, spare ich mir ein bisschen Stress, muss heute Abend quasi nicht ins Gym oder gehe heute Abend nicht ins Gym. Genau, ich bin ansonsten jetzt soweit ready. Ich habe jetzt einfach gerade eine Shorts an, einen Top und New Balance und setze mich gleich aufs Fahrrad und fahre zur Bahn. Ist aber auch nur so eine Strecke von 8 Minuten. Werde mir jetzt noch mein Essen mitnehmen. Ich habe mir als Lunch Overnight Oats gemacht. Habe ich euch auch abgefilmt. Und zum Abendessen habe ich noch meine letzte Portion Pasta mit Spinat und Thunfisch. Und genau, dann geht es für mich auf jeden Fall jetzt erstmal arbeiten. Und dann denke ich, werde ich mich versuchen, vielleicht zwischendurch nochmal zu melden. Und ansonsten heute Abend. Und ich werde auf jeden Fall euch ansonsten so zeigen, was ich quasi im Laufe des Tages noch so esse. Genau. Bevor ich es vergesse, natürlich ganz, ganz viel Spaß bei dem Video.
Für die Overnight Oats braucht ihr einfach 60 Gramm Haferflocken, ein paar Leinsamen, Flohsamenschalen oder Chiasamen, ein Teelöffel Backkakao, ein Scoop Schokoproteinpulver und dann 125 ml Milch und 125 ml Wasser. Wie gesagt, einfach alles in eine Schüssel geben, miteinander verrühren, bis keine Klümpchen mehr da sind. Und dann ist es quasi indirekt auch schon fertig, einfach für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank geben. Und dann mit Toppings eurer Wahl toppen. Ich habe in diesem Fall die Chocolate Brownie Variante gemacht und es ist auch einfach so, so gut geworden. Ihr kennt es, meine Standard-Toppings sind bei mir aktuell meistens gefrorene Himbeeren und Heidelbeeren sowie Mandelmus. Das war auch in diesem Fall wieder der Fall. Genau. Als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich mich erstmal um meine letzte Mahlzeit des Tages quasi gekümmert. Ich habe die aber in diesem Fall erstmal zubereitet und zwar meine geliebte Quarkbowl. Dafür braucht ihr einfach Quark oder Skia und da gebe ich dann immer Flohsamenschalen, Leinsamen und so ein Hormonpulver hinzu. Genau, das verrühre ich einfach miteinander und dann stelle ich das für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, damit halt die Flohsamenschalen auf jeden Fall die Möglichkeit haben aufzuquellen. Ist auf jeden Fall super, super wichtig, dass ihr das auf jeden Fall vorher macht, weil ansonsten könnte es zu Bauchschmerzen kommen. Und genau, das Ganze habe ich dann später auch noch mit Beerchen und Walnüssen getoppt. Ich habe mich dann aber erstmal, wie gesagt, ums Meal Prep für die nächsten Tage gekümmert. Dafür braucht ihr einfach eine Pfanne, in der ihr etwas Öl erhitzt und in meinem Fall Tiefkühlgemüse kurz andünstet. Und zu dem Tiefkühlgemüse habe ich dann mal wieder Couscous gegeben. Wer hätte es erwartet, was denn auch sonst? Ich suchte das momentan wieder so, so sehr. Ich liebe es. Ich weiß gar nicht, warum ich damit überhaupt aufgehört habe, das zu essen. Auf jeden Fall einfach ein bisschen Couscous hinzugeben, das Ganze mit Wasser ablöschen und dann kommt da Gemüsebrühe, Tomatenmark und Gewürze eurer Wahl hinzu. Und dann müsst ihr das Ganze einfach wirklich nur quellen lassen, bis quasi der Couscous die ganze Flüssigkeit aufgesaugt hat. Und genau, das war's in diesem Fall schon. Und dann teile ich es am Ende einfach immer auf, meistens 3 Portionen auf. Und im Anschluss habe ich dann noch drei Pangasius-Filets angebraten. Einfach wieder in derselben Pfanne. Das werdet ihr aber auch gleich auf jeden Fall sehen. Und das ist dann mein Meal Prep für die nächsten 3 Tage gewesen. So, wie ich denke, unschwer zu erkennen, haben wir mittlerweile den nächsten Tag. Und genau, ich dachte, ich habe mich bewusst gestern Abend dazu entschieden, mich nicht mehr bei euch zu melden, weil das alles wieder ein bisschen stressig geworden wäre. Und ich dachte, ach, ich habe heute sowieso vor der Arbeit noch ein bisschen Zeit und nutze einfach diese Zeit, um euch einfach ganz in Ruhe zu erzählen, was gestern noch so alles passiert ist, wie der Tag allgemein war. Und genau,
Ja, also alles im einen war gestern auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Allgemein, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich werde auf jeden Fall in 2 Standorten eingesetzt und ich komme mit allen Kollegen unnormal gut klar und wir sind auch ein super junges Team. Ich bin tatsächlich sogar, glaube ich, die Älteste, was richtig, richtig witzig ist. Und das ist einfach sehr, sehr cool, in einem Team zu arbeiten, was jung ist, wo alle irgendwie miteinander viben und genau, das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, bis, wie viel Uhr habe ich gearbeitet? Ich glaube, bis 19, ne? Genau, bis 19 Uhr gearbeitet habe und in dem Fall das auf der anderen Reihenseite war, hatte ich halt auch einen etwas längeren Arbeitsweg und war dann, boah, ich glaube, um 20 vor, Viertel vor 8 oder so zu Hause und dann kam auch noch eine halbe Stunde später schon jemand von eBay, weil er was abholen wollte von Teilen der Möbel, die ich und mein Freund quasi gerade verkaufen und ja, dann wurde das halt alles, also dann war ich dann halt auch einfach erstmal froh, zu Hause zu sein, wollte das alles in Ruhe sacken lassen und natürlich irgendwie auch noch ein bisschen Zeit mit meinem Freund haben, weil wir uns halt jetzt natürlich aktuell einfach nur noch morgens und abends sehen und das für uns beide natürlich auch eine Umstellung ist, dadurch, dass er ja sonst im Homeoffice 3-mal die Woche arbeitet und ich dann auch mal hier war, ja, ist es auch ein bisschen eine kleine Umstellung. Und dann dachte ich einfach, ach, wisst ihr was, ich melde mich einfach heute in Ruhe bei euch und quatsche ein bisschen so mit euch. Erstmal allgemein zu meinem letzten Video ganz, ganz lieben Dank für die ja, ganzen Glückwünsche, für die lieben, netten Kommentare. Ich kann aber natürlich auch die andere Seite von einigen von euch verstehen, die gesagt haben, dass sie aktuell meinen Content nicht so mögen, einfach weil er sehr gestresst wirkt und das tut mir natürlich leid, aber ich kann es ja leider einfach aktuell nicht ändern. Auch jetzt, was meinen zukünftigen Content gerade angeht, weiß ich nicht genau, wie ich es machen soll, beziehungsweise was ihr wirklich sehen wollt, weil wenn ihr halt sagt, so, es kommt gestresst rüber und ihr möchtet es wieder Content sehen, wenn sich der Stress gelegt hat, dann kann das halt sein, dass das frühestens im Oktober ist. Einfach aus dem Grund, weil mein Freund und ich fliegen in 2,5 Wochen in den Urlaub für 10 Tage all-inclusive nach Ägypten und ich werde meine Kamera dort zu 90% wahrscheinlich nicht mitnehmen, einfach weil ich die Zeit mit meinem Freund vor Ort genießen möchte und jetzt einfach die letzten Wochen, wie gesagt, auch sehr, sehr stressig waren. Und ja, ich mich unnormal auf diesen Urlaub freue, um einfach mal abschalten zu können. Und ja, zusätzlich ist es natürlich jetzt auch so, dass ich und ich mich natürlich auch erstmal an den neuen Arbeitsalltag gewöhnen muss. Und ich weiß auch, dass auch das jetzt erstmal eine stressige Zeit werden wird, weil ich auch eingearbeitet werde, dann zu Hause noch einiges quasi für die Arbeit immer nachholen oder vorbereiten muss. Und genau, deswegen würde ich einfach gerne nochmal so die Frage an euch stellen, was ihr vielleicht ansonsten für Content-Wünsche habt, vielleicht auch Sit-Down-Videos, die sind für mich dann gegebenenfalls einfacher zu drehen, wie zum Beispiel Assumptions About Me oder ich weiß nicht, whatever. Schreibt es gerne einfach mal auch alternativ in die Kommentare. Ich denke, sobald wir aus dem Urlaub zurück sind, werde ich euch vielleicht auch mal versuchen, im Gym wieder ein bisschen mehr mitzunehmen, aber ja, aktuell ist mir das tatsächlich einfach zu stressig, das zu machen, einfach weil ich zum Beispiel oft dann jetzt auch nach der Arbeit direkt gehen würde und es wäre auch zu viel Equipment, was ich da mitnehmen muss und da werde ich versuchen, dann auch ab September spätestens, denke ich mal, wieder ein bisschen mehr Einblicke liefern zu können. Genau, so viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten dachte ich, gebe euch auch nochmal ein ganz kurzes Update, wie es mir ansonsten allgemein geht. Also an sich geht es mir wirklich extrem gut. Wie gesagt, ich bin super, super dankbar für das, was gerade alles passiert und kann das auch immer noch gar nicht so richtig in Worte fassen und glauben. Und ich glaube, das wird erst richtig so final bei mir ankommen, wenn auch die Schlüsselübergabe stattgefunden hat. Und ja, das ist in 2 Wochen. Bis dahin wird hier noch super, super viel zu tun sein. Und auch drüben in meiner Wohnung noch super, super viel zu tun sein und im Job super viel zu tun sein. Deswegen habe ich irgendwie noch nicht so das richtig realisiert. Genau, wollte aber irgendwie einfach gerade mal mit euch quatschen, weil ich gerade die Zeit habe oder hatte. Werde mich jetzt dann gleich auch wieder auf den Weg zur Arbeit machen heute. Aber allerdings im anderen Standort, aber ich freue mich trotzdem sehr. Und genau, ich denke, ich belasse es jetzt auch einfach hierbei. Ich hoffe natürlich trotzdem sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dies der Fall war, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir verpasst.
ich mache jetzt trotzdem wie immer, vielleicht mache ich das erst mit den ganzen nächsten weiteren Videos, einfach den Hinweis, dass aktuell nicht regelmäßig Videos online kommen. Einfach weil ich versuche, ja, das irgendwie so einzubauen, dass natürlich die Videos auch nicht zu gestresst sind und dass ich genügend Zeit habe, diese zu filmen und zu schneiden. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall irgendwann, hoffentlich nächste, spätestens übernächste Woche hoffe ich dann, zurück zu einem neuen Video. Ich wünsche euch bis dahin wie immer eine ganz, ganz schöne Zeit. Passt auf euch auf, fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt und dann bis bald. Ciao.